Der Stadtturm entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts und diente als nördliches Stadttor. Mit seinem markanten Erscheinungsbild ist der 56 Meter hohe Turm ein Wahrzeichen der Stadt. Er ist aber auch Heimat des Turmfalken. Das Bauwerk weist zahlreiche Abbildungen auf, wie zum Beispiel der Doppeladler des Heiligen Römischen Reiches oder auch das Badener Wappen. Die Ruine Stein ist eine Burgruine, welche über der Badener Altstadt thront und einst zusammen mit dem Landvogteischloss am Ufer der Limmat die enge Kluß zwischen Schlossberg und Lägern sicherte. Die Burg Stein entstand vor dem Jahr 1000 und diente zeitweilig als Archiv der Habsburger. Sie wurde 1415 von den Eidgenossen zerstört, worauf sie die Stadt Baden zwischen 1657 und 1670 als Festung neu errichten ließ. Diesmal hielt sie aber nicht lange und wurde bereits 1712 nach dem Zweiten Vielmärker Krieg erneut zerstört. Vollständig erhalten geblieben ist nur die Burgkapelle St. Nikolaus. Die alte Holzbrücke in Baden überquert die Limmat an der engsten Stelle der Kluß zwischen Schlossberg und Lägern. Sie führt von der linksufrigen Altstadt zum Landvogteischloss am rechten Ufer. In ihrer heutigen Form steht die Brücke seit dem April 1809 und ist seit dem Bau der Hochbrücke 1926 nur noch für Fahrräder und Fußgänger passierbar. Die Badstraße ist die wohl bekannteste Straße in Baden. Hier befinden sich viele bekannte Geschäfte und somit ist sie die Haupteinkaufsstraße von Baden. Sie erstreckt sich vom Stadtturm bis zum Bahnhof.